Heidi, Berufe, habe ich eben gesagt, Friseur war ja nun eben nur kurz ausgeliehen. Was hast du eigentlich nicht gemacht in dieser Branche? Friseur. Ja, zähl doch mal in der Branche, zähl doch mal auf ein bisschen. Na, was ich nicht gemacht habe, ich weiß nicht. Ja, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Autorin, Produzentin. Ja, reicht ja schon eigentlich, ne? Es ist eigentlich reichlich. Und du hörst auch nicht auf. Was machst du im Moment gerade wieder? Mehr Schauspielerei oder mehr Produzieren? Ja, ich habe jetzt, kommen dann die beiden Serien, die ich gedreht habe, Hotel Paradies und mit dem Turmaler der Tüftler. Mhm. Und zwischendrin noch eine andere in Hamburg. Und ich mache sehr viel Schauspielerei. Ich lasse mich aber nie festlegen. Ich habe das geschafft, in den vielen Jahren vielleicht immer alles zu machen. Und es ist wieder eine Platte in Vorbereitung, die jetzt dann rauskommt. Und naja, also, so bleibe ich immer bei allem. Nimmer müde. Sag mal, malen tust du nicht zufällig so? Nee, das kann ich nicht. Kannst du? Kaffee malen. Kaffee malen, ja. Sie malen auch nicht so Painting, irgendwelche schöne Bilder? Ich habe es mal versucht, aber keinen großen Erfolg damit. Ist ein schönes Hobby. Wollen wir mal gucken, wie weit er ist hier. Herr Blankenburg, wie steht's da oben? Der hört auch noch Musik da oben, damit er sich konzentriert. Ich habe Herr Blankenburg. Er hört dich nicht. Herr Blankenburg. Entschuldigung, er macht das, damit er sich richtig konzentrieren kann, weil unseren Blödsinn erträgt er nicht, dann malt er schräg. Wie weit sind Sie? Ich meine, sieht nett aus hier. Ja. Ich habe jetzt 2/3 von der Vorzeichnung und in 3-4 Minuten fange ich mit der Farbe an.